What time is it? Game time! What time is it? Game time! I'm a top frog! Woo! I'm a top frog! Woo! What time is it? Game time! What time is it? Game time! I'm a top frog! Woo! I'm a top frog! Woo! Hello, this is Joe Roman from the Marburg Mercenaries. Welcome to GFL TV. Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Berlin Adler, das war das Duell Südmeister gegen Nordmeister aus der Vorsaison. Die Berliner hatten ja eine klasse Saison, dann auch noch mit dem deutschen Meistertitel gekrönt im Finale in Frankfurt. Das wollen sie in dieser Saison wieder schaffen. Erstes Saisonspiel für den amtierenden Meister und das dann ein ganz schweres nach einer langen Reise runter in den Süden der Republik. Die Schwäbisch Hall Unicorns, sie hatten einige Verletzungsprobleme, vor allen Dingen im Angriff fehlten doch eine ganze Reihe von wichtigen Spielern, aber der neue Quarterback war mit dabei, Brian Brunner, letzte Woche gutes Debüt gegen die Stuttgart Scorpions, das freute auch Unicorns Head Coach Siegfried Gerke. Die Berlin Adler dagegen mit viel Selbstvertrauen angereist. Sie hatten in der Vorwoche im Euro Bowl die Stockholm Mean Machine geschlagen und sich so für die nächste Runde qualifiziert. Ja, das Selbstvertrauen auch da beim Head Coach Shuan Fatah. Gehen wir rein ins Spiel. Erste Angriffsserie der Berliner. 10 Minuten 42 zu spielen im ersten Quarter. Das ist ihr neuer Quarterback Kyle Callahan. Und der hat ja seine Stärken. Vor allen Dingen zu Fuß 29 Yards. Raumgewinn, da hat er die Halle mal kalt erwischt. Neues First Down also. Callahan diesmal mit einem Pass gefangen von Hemmersee, Haidari, 11 Yards, neues First Down. Und dann wieder Callahan mit dem Sprint Out, der Pass allerdings nicht gefangen von Thomas Emslander, deswegen Christian Rippel mit dem Field Goal Versuch aus 33 Yards. Und der ist nicht gut, deswegen 0:0. Dann die Unicorns mit ihrer Angriffsserie, Brian Brunner vollständig zu Johannes Brenner. Und dann aber Pass nicht gefangen von Matthias Scheure gegen die starke Berliner Defense, die ja gerade gegen den Pass unheimlich gut ist. Immer noch erstes Quarter, nächster Ballbesitz also wieder für die Adler. Klasse Aktion von Callahan, der findet Hemmersee, Haidari und der ist vollkommen frei. 77 Yards später der erste Touchdown der Partie. Super improvisiert von Callahan und Haidari, vergessen von der gegnerischen Verteidigung, ist dann nicht mehr einzuholen. Die ersten Punkte im Spiel, also der Extrapunkt sitzt nicht, 6:0 nur für Berlin. Aber die Berliner, die bessere Mannschaft zu Beginn der Partie. Callahan verwandelt den vierten Versuch in ein neues First Down und dann werden die Seiten gewechselt. Berlin, erster Versuch und Goal an der 5-Yard-Linie. Laufversuch von Taleb Weiss, dem neuen Running Back der Adler, aber der wird von Ziegner relativ schnell gestoppt. Zweiter und Goal, 3-Yard-Linie. Callahan diesmal ein Pass und da ist Schwäbisch Hall nicht aufmerksam genug. Der kurze Ball zu Taleb Weiss und der hat überhaupt keine Probleme. Die Halle Abwehr vergisst ausgerechnet den Top Running Back der Berliner bei diesem Spielzug. Die Adler führten also 13:0, dann erst kam Schwäbisch Hall so langsam in die Gänge. Im zweiten Viertel Brunner zu Waldemar Schander, 19 Yards Raumgewinn. Und dann der Pass in die Endzone, gefangen von Thomas Hambalek, der erste Touchdown für die Gastgeber, die damit die Führung der Berliner verkürzen und dann gleich kurz danach nachsetzen können. Das ist Brunner diesmal auf Matthias Scheuring, der sich losreißt und ein neues First Down macht. Und dann kurz danach von der 16-Yard-Linie der Adler selber die Chance hat, per Field Goal zu verkürzen. Und das tut er auch. Und damit die Führung für Berlin nur noch 13:10. 4 Minuten jetzt noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Und Callahan vollständig zu Niephagen. Aber der lässt den Ball fallen. Und dann ist er frei für jedermann. Und Taleb Weiss ist es, der sich das Leder am Ende sichert. An der 14-Yard-Linie, First Down für die Adler und Weiss vergoldet die Aktion von vorher mit diesem Touchdown-Lauf zum 20:10. Aber natürlich auch hier wieder eine Aktion-Option von den Berlinern, wo die Haller-Defense eigentlich zur Stelle ist und da muss man den Gegner dann stoppen. Aber er rammt sich in die Endzone
und zur Pause 20-10. Für Berlin, Taleb Wise, der überragende Running Back im Spiel, machte insgesamt 110 Yards. Raumgewinn dazu kamen 89 Yards von Kyle Callahan. Also zu Fuß waren die Berliner deutlich besser, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Taleb Wise hier mit 6 Yards, aber insgesamt dominierte jetzt dann erstmal im zweiten Durchgang die Verteidigung. Callahan mit dem Rollout nach rechts, aber da kommt er nicht weit. Ein Brenner bringt ihn zu Boden. Und so waren die Unicorns immer noch in Reichweite, begannen an der Berliner 41 hier mit einem ersten Versuch. Und Brunner reißt sich los, findet Bernd Wollensack, 10 Yards Raumgewinn. Siegfried Gerkes Team kurz danach mit einem zweiten Versuch und Goal an der 6-Yard-Linie. Und Brunner wirft einen guten Pass, der allerdings nicht festgehalten wird von Johannes Brenner. Das war der zweite Versuch. Im dritten Versuch die nächste Chance für Brenner. Diesmal macht er es besser, der deutsche Nationalspieler. Und nach dem Extrapunkt nur noch 20-17 für Berlin. Wir gehen rein ins vierte Quarter. Das ist Callahan, der mal wieder der Verteidigung davonläuft und diesen Pass tief wirft in die Endzone. Und Danilo Gonzalez 40 Yards später mit dem Touchdown. Und damit wieder 10 Punkte Vorsprung für Berlin. Die Unicorns versuchten alles, um ranzukommen, hatten 2 Field Goal Versuche im vierten Quarter, die Scheuring beide nicht verwandelte. Und so waren dann nur noch 6 Sekunden zu spielen, als Brian Brunner in der Endzone Kai Rabus für einen Touchdown fand. Aber jetzt galt natürlich, dass nur noch ein Onside-Kick die Minimalchancen der Schwäbisch Hall Unicorns aufrecht erhalten konnte. Und der musste dann eben auch kommen. Allerdings der Onside-Kick nicht erfolgreich. Berlin sichert sich den Ball und gewinnt am Ende mit 27-24. Ja, bei mir jetzt Taleb Wise, Player of the Match. Taleb, this is Powerstoff, the Funktionsunterwäsche. This is the German word for this. Okay. Thank you. Congratulations. Thank you very much. What do you say about the game? It was a hard-fought win. Schwäbisch Hall played us, nice and hard. It was a long trip for us from this morning to today, but we fought it through. It was a good win. Do you expect you scored 3 times? Yeah. Is that the maximum, or can it go more? I definitely can do more. It was what we needed today, and that's what we got the job done. Yeah. Ja, bei mir schon Vater, Head Coach der Berlin Adler heute mit einem ganz knappen 3-Punkte-Sieg. Hätte nicht so knapp sein müssen am Ende, oder? Na gut, die Schwäbisch Hall haben eine tolle Mannschaft und ich habe auch gerade mit ein paar Funktionären gesprochen von denen und die sind also auch super begeistert von ihrem Team und ich finde, die Schwäbisch Haller haben eine super Truppe zusammen und die werden weit oben sein und tough boys, also da war guter Kontakt da draußen und wir sind immer aufgestanden und haben weitergespielt und das hat mich sehr beeindruckt. Wir haben natürlich auch die Busfahrt in den Knochen gehabt und dafür bin ich ganz froh, so einen Trip muss man erstmal gewinnen. Am Ende des Tages ist das W wichtig und das haben wir geholt und dass das hier schwer wird, war klar. Aber man hatte den Eindruck, Schwäbisch Hall hat die Busfahrt hinter sich gebracht und nicht Berlin, denn Berlin wieder unglaublich gestartet. 3 super Drives, man hat da leider 4 Punkte liegen gelassen, über die du dich wahrscheinlich auch ein bisschen geärgert hast. Es hätte eigentlich so weitergehen können, aber dann sind die Unicorns aufgewacht. Hat man da vielleicht auch so ein bisschen die Zügel schleifen lassen im Laufe des Spiels? Also, ich hatte das Gefühl, dass wir dann irgendwann uns zurückgelehnt haben und gesagt haben, okay, wir cruisen jetzt. Bei 20-10 war wohl bei einigen schon so der Ofen aus und das fahren wir jetzt nach Hause. Aber dafür sind die Unicorns zu gut und eine klasse Mannschaft, wie gesagt. Und klasse Mannschaften kommen zurück. Und dann spätestens dann beim 20-17 war dann Fourth Quarter Last Play. Das ist dann unser Motto. Und dann stellen wir uns darauf ein, dass wir bis zum Ende kämpfen müssen. Und dann klickt der Schalter um und dann haben sie auch dann sozusagen drauf gesessen und haben gewusst, die Zeit ist für uns. Und dann haben wir es einfach nach Hause getragen. Aber im Endeffekt waren die Schwäbisch Haller sehr super drauf und haben ein paar Mega-Catches gemacht, ein paar Big Plays und die müssen wir vermeiden.